Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von uns. Ich habe keine freie Hand, ich kann nicht winken. Aber ihr wisst ja, ihr seid meine Lieben. Ich melde mich heute kurz vor Mittag und zwar um 11 Uhr. Ja, die zwei Ratons, die Lara und die Luisa, sind schon im Kindergarten. Ich habe die in der Früh gebracht und ja, ich bin jetzt in der Küche mit einem kleinen Mann. Ich trinke einen Kaffee. Und dann werde ich gleich mit den Mittagessen zum Kochen beginnen, weil wenn die zwei nach Hause kommen, haben wir einen Bärenhunger. Die Mama geht gut, die Mama ist jetzt im Badezimmer, sie macht sich ein bisschen hübsch. Und die Michelle ist unten, sie hat Homeschooling, der Party genauso. Ja, und wir zwei, wir sind die Einzigen, die nichts zu tun haben. Hallo meine Lieben, ich melde mich auch mal heute. Der Papa ist in der Küche und kocht gerade zum Mittag für die Kleinen, oder für uns alle halt so. Und ja, nicht wundern über meine Haare, irgendwie fühle ich die nicht so ganz. Ich habe mir zwar vorhin also in der Früh so Wellen reingemacht mit so einem Lockenstab, aber es schaut nicht so gut aus. Ja, keine Ahnung, ich freue mich schon, wenn die Friseure bei uns wieder öffnen. Also der Bati muss dringend zum Friseur, der hat auch schon so lange Haare und ich brauche auch wieder ein bisschen was Frisches. Ja, und so viel dazu, ne, damit ihr keine blöden Bemerkungen über meinen Mama-Dutt schreibt. Aber was soll ich machen? Momentan Vogelnest-Style. Ja, ich bin hier mit der Kleinen. Der ist jetzt eingeschlafen. Ich habe ihn vorhin gestillt. Und ja, mein Gott. Und der Papa kocht gerade. Hat auch schon die Kleinen vom Kindergarten abgeholt. Und ja, ich habe heute ein riesengroßes H&M-Paket bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, was genau da drin ist, weil ich habe zweimal Bestellungen abgegeben. Bei uns sind dann die Läden geschlossen und ich bräuchte unbedingt für ihn noch Bodies. Und ich habe auch Bettwäsche bestellt und für ein Papa ein paar Hosen. Er hat auch keine Hosen mehr, die ihm passen. Er hat jetzt nämlich wieder abgenommen, also ein bisschen das aufgefallen ist. Aber seitdem er damals im Krankenhaus war, hat er seine Ernährung umgestellt. Und ich finde das ja immer so ein bisschen unfair. Bei Männern geht es ja immer mega, mega schnell mit dem Abnehmen. Ja. Ich habe aber auch richtig gut Gewicht verloren. Ich habe mich letztens gewogen und ich habe schon 9 Kilo ja, verloren. Und ich habe auch gar nicht so viel zugenommen in dieser Schwangerschaft. Insgesamt waren es, glaube ich, nur 12 Kilo. Und wenn man bedenkt, dass er schon 4,5 Kilo, also 4,2 hatte, und natürlich das ganze Fruchtwasser und die Plazenta. Ja, als ich mich letztens auf die Waage gestellt habe und 9 Kilo Minus gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist ja so richtig flott gegangen. Ja, und viele wollten meinen After-Baby-Body sehen, also den Bauch. Ich werde ihn euch dann heute noch zeigen. Ich lege ihn dann kurz ab und werde euch mit euch so einen kleinen H&M-Haul gleich abdrehen. Macht man das gleich, gell? Ich werde ihn ein bisschen ablegen, weil es ihn stört, dass wenn ich so rede. So, ich zeige euch jetzt schnell, was ich bei H&M bestellt habe. Ich habe nämlich so einen fetten Karton. Tada! Der Papa war halt so, oh mein Gott, was hast denn du da bitte bestellt? Aber ja, ich habe gar nicht so viel bestellt, aber es fühlt sich dann immer noch so viel an. Ah, das habe ich für den Papa bestellt. Das sind so ein Set von 3 T-Shirts, Langarm-Shirts. Ich muss ja dann probieren. Dann habe ich Bettwäsche bei H&M bestellt. Das erste Mal, dass ich da Bettwäsche bestellt. Bin echt schon gespannt, wie das dann ausschaut und wie sie sich anfühlt. Weil ich mag Bettwäsche nur, wenn sie nach Baumwolle oder Leinen. Aber so Mikrofaser finde ich mega unangenehm. Und das ist ein Zweier-Set für die langen Polster, die wir da haben. Ja, das ist schön. Und das ist so ein beige-rosa Puder. Beige, oder wie das heißt. Voll schön. Ja. So. Also Bettwäsche mal. Dann hat sich der Papa Jeans bestellt. Gleich 3 Stück. Die muss er dann probieren, ob ihm die auch passen. Einmal eine blaue Jeans. Also dann so eine dunkelblaue. Und dann habe ich auch weiße Bettwäsche bestellt. Das ist auch, das war jetzt nur Kissen. Das ist jetzt ein Set, also aus Kopfkissen und Decke. Natürlich zweimal, einmal für mich und einmal für den Papa. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal in beige bestellt. Das passt dann zu den Kissen.
Und dann habe ich auch noch weiße Kissen bestellt. Also für weiße. Das gab es dann nur einzeln. Aber selbe Größe. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt, wie sich das Weiße auch anfühlt. Sehr angenehm. So. Aktuell habe ich nämlich so Jersey drauf. Ist auch angenehm, aber ist manchmal ein bisschen nervig. Und dann habe ich, für die Luisa habe ich auch einige Sachen bestellt, genau. Ich habe nämlich für die Luisa so Thermoleggings bestellt, weil sie aus ihren rausgewachsen ist. Gesundheit! Also sie ist aus ihren rausgewachsen, deswegen musste ich neue bestellen. Und sie hat jetzt immer so normale Leggings gehabt und es ist doch ein bisschen frisch draußen. Und meine Kinder ziehen nur Leggings an, vor allem wenn sie in den Kindergarten gehen. Also die Michelle war schon so und die hat Jeans gehasst. Wenn ich ihr mal versucht habe, eine Jeans oder eine normale Hose anzubieten, nee, gab es gleich Terror. Weil sie finden das so unangenehm, wenn sie sich bücken und spielen und so, dass dann die Jeans runterrutscht oder irgendwie so unbequem ist. Und deswegen immer Leggings. Wir haben immer Leggings für die Mädels. Ja, also einmal eine schwarze, dann einmal eine mit so eine graue mit weißen Punkten. Also großen Punkten, dann noch eine schwarze mit weißen Punkten. Ich habe mal gedacht, na, lagst richtig zu bei den Thermoleggings. Also diese. Habe ich da noch irgendwas? Oh, ist das schön. Luisa, schaut mal, ist das nicht cute? So ein Leo-Shirt. Ja, das wird dir sehr gut gefallen. Dann habe ich für Luisa noch für die Luisa. Oh nein, das ist für meinen Schätzelein. Für meinen kleinen Philipp. Habe ich nämlich noch so ein Set bestellt aus Jogginghose und Sweater in der Größe 56. Aktuell passt ihm noch Größe 50, aber mal schauen, wie lange noch. Dann habe ich auch noch so Langarm-Shirts bestellt. Oh mein Gott, sind die süß. Also einmal in Grau und einmal in Dunkelblau. Voll süß. Auch in Größe 56. So. Das werde ich wahrscheinlich eh alles behalten. Und dann habe ich ihm noch so einen richtig coolen Sweater in Schwarz bestellt. Auch in Größe 56. Ist das bitte nicht mega stylisch und black? Einfach so immer, das schaut sich cool aus. Dann noch eine schwarze Jeans für den Papa. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er das alles behält. Das habe ich hier noch. Ach, noch eine Thermoleggings für die Luisa. Das ist so dunkelblau. Mit Herzchen. Ich glaube, die Lara hat dieselbe. Müssen wir aufpassen. Dann nochmal für den Kleinen. Habe ich dann noch so Sweater bestellt in der Farbe Beige. Fand ich so cool. Auch in Größe 56. Also einmal so in hell beige und so eher so ein dunkleres. Voll cool sahen die aus. Ja, weil mir ist aufgefallen, dass ich gar nichts. Also ich habe halt Bodies und dann halt einen Sweater gehabt oder zwei. Das war irgendwie zu wenig, deswegen habe ich da halt nochmal so ein paar Sweater nachbestellt. Weil ja, habe mich da ein bisschen am Anfang verschätzt. Und dann habe ich noch Bodies bestellt. Und zwar auch in Größe 56 lang am Bodies, weil ja, es ging halt doch oft öfter was daneben. Und jetzt hatte ich dann gar keinen Langarm-Bodies mehr. Deswegen habe ich nochmal welche nachbestellt. Einmal dieses in so einem schönen Braun. Das ist ein Dreier-Set. Und das ist so gerippt. Seht ihr das? So gerippt. Ich mag so gerippte Sachen am liebsten. Ich finde es schon immer so super bequem aus. Dann noch so ein in gestreift, blau gestreift. Und dann eins beiges mit kleinen Autos drauf. Ja, und dann habe ich noch für mich diese Lieblings-Still- Tops bestellt, die sind so bequem. Die ziehe ich am liebsten zum Schlafen an oder auch so zu Hause zum Chillen, weil ich zeige euch die mal. Ich habe das schon in Weiß und in Schwarz. Jetzt habe ich noch diese Farbe nachbestellt, weil es waren alle ausverkauft in meiner Größe. Ich habe halt L und ich habe jetzt halt dieses dunkelrote und dann halt dieses Puderrosa. Was ich dann denen so gut finde, ist, dass sie da innen drinnen halt so einen Top haben. Seht ihr? Das ist halt sowas wie ein BH. Und dann könnt ihr einfach nur das anhaben und kein BH. Und das ist einfach so bequem zum Schlafen, weil es halt doch ein bisschen Halt gibt. Und es soll ja auch so am Anfang so sein, dass man ja einen Still-BH tragen sollte zu Hause wegen dem
wegen der Milch oder so. Das ist, glaube ich, besser für die Brust, wenn die so ein bisschen straffer gehalten wird. Ja, ich mache es immer aufs Engste, weil, ja, das ist so, passt für mich so am besten. Und das war's, oder? Achso, für die Lisa habe ich noch zwei Shirts. Einmal das in dunkelgrün mit so einem Schmetterling und dann eins mit so einem Kätzchen. Siehst du, oder? Ja, und wenn der Papa erfährt, wie viel das Ganze gekostet hat, dabei habe ich ja nur Sachen für die Kinder bestellt. Und für mich nur das. Das ist immer so, oder? Ich habe jetzt, glaube ich, was ich sagen soll. Also, das Ganze kostet hier. Hier steht zwar keine Summe drauf, aber soweit ich mich erinnern kann, 360 oder 390 Euro für das ganze Zeug hier. Und für mich ist da einfach genau nur das dabei. Und das hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Aber der Papa hat halt viele Hosen. Und für kleinen Babyboy noch ein paar Sachen. Ja, das und Luisa, voll viele Hosen. Und die Bettwäsche. Na, die Bettwäsche hat, glaube ich, alleine schon unter 30 Euro ausgemacht. 40 Euro. Weil da kostet nämlich so ein Ding aus Kopfkissen und Bettdecke, Überzug, 40 Euro, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen kommt es dann halt schnell mal so hin, ne? Na gar nicht, 20 Euro. Okay, 20 Euro, zusammen halt 40 Euro. Aber natürlich summiert sich das Ganze. Ja, mal schauen. Fertig, Papa. Schatzi, ja? Willst du wissen, wie viel das Ganze hier gekostet hat? Ja. 300? Irgendwas. Du musst noch deine Jeans probieren und deine. Schauen wir mal, da muss ich noch unsere Küche noch nicht, das war die letzte Mal, also die Hilfe gepostet. Katastrophe. Ja. So, jetzt werde ich mal das ganze Zeug hier verräumen und mal schauen, was wir jetzt behalten oder zurückschicken. Und eigentlich sollte morgen oder übermorgen ein Paket kommen mit Sachen, die ich für mich bestellt habe. Weil ich hatte vor ein paar Tagen so einen Wahn, wo ich mir gedacht habe, ich habe nichts zum Anziehen, ich muss meine ganze Garderobe umstellen. Und habe auch nochmal ein bisschen was für mich bestellt. So Klamotten. Na, weil ich so kurz nach der Schwangerschaft ist man wieder so für sein, hat man wieder seinen Körper für sich und dann hat man so das Gefühl, dass man, also ich habe mir in der Schwangerschaft fast nichts zum Anziehen gekauft, weil ich mag keine Umstandsmode. Ich finde, das ist einfach so rausgeschmissenes Geld, weil man trägt es nur so über so einen kurzen Zeitraum und wenn man dann eventuell kein Kind mehr nachbekommt, dann ist das einfach so, ja, rausgeschmissenes Geld leider. Deswegen habe ich dann einfach versucht, mir nichts zu kaufen und habe einfach so immer nur, ja, Leggings und Jogginghosen und dies und jenes getragen. Und jetzt denke ich mir so, ich habe nichts mehr zum Anziehen. Und für die Leute, die unbedingt meinen Bauch sehen wollten, jetzt nach der Schwangerschaft, beziehungsweise nach meiner fünften Schwangerschaft, es ist jetzt ungefähr 1,5 Wochen, seitdem die Geburt war, also 1,5 Wochen hat Zeit, mein Bauch sich zurückzuziehen. Ich habe schon 9 Kilo abgenommen und mein Bauch schaut so aus. Mal. Also, ja, eigentlich doch noch relativ schwanger schaut aus. Er hat halt diese runde Form. Das wird halt noch dauern, bis sich das zurückzieht. Aber ich bin doch relativ zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Bauch war doch schon so, glaube ich. So, ja. So, die Hälfte hat sich schon was zurückgezogen. Und ja, das dauert. Also ich gehöre definitiv nicht zu diesen Frauen, bei denen das so geht. Ich habe halt... Sonne. Also ich habe halt da immer so ein bisschen, ich brauche immer so ein bisschen länger, aber das stört mich nicht oder stresst mich auch überhaupt nicht. Ich bin also so ganz entspannt. So, meine Lieben, ich habe die Kinder schon vom Kindergarten abgeholt. Jetzt sind wir alle zu Hause. Mein Mittagessen ist leider nicht rechtzeitig fertig geworden, aber ist noch am Herd, wie man hört oder sieht. Ich zeige euch, heute gibt es bei uns Reisfleisch. Ich habe das Rezept auf Instagram, auf meinem Profil gepostet. Falls ihr Interesse habt an Nachkochen, unbedingt beim Dr. Rottmann vorbeischauen und ja, nachkochen. Ja, also mein Reisfleisch, wie man sieht, ist noch nicht fertig, aber schaut sehr lecker aus. Ist ein einfaches Rezept und ja, schmeckt sehr lecker. Die Kinder lieben das und ich auch. Und du auch? Mach da. Oder du? Ich glaube, die wollen nur das Fleisch ohne Reis. Mein Reisfleisch ist fertig, schaut so aus. Und schmeckt sehr gut. Wir haben jetzt Mittag gegessen. Ich werde jetzt noch geschwind eine runde Waschmaschine einschalten.
Und dann gehe ich mit Patrick das Auto waschen. Und danach muss ich schnell nach Hause fahren, weil kurz danach muss ich zum Physiotherapie fahren. Wir haben das Auto gewaschen, jetzt bin ich wieder zu Hause, ich habe mich gerade umgezogen. Sexy Outfit. Ich muss mich beeilen, weil in 30 Minuten muss ich dort sein. Und wenn ich zu spät bin, ja, schaut blöd aus. Deswegen losfahren. Ich bin schon beim Physiotherapiezentrum angekommen. Ich muss euch leider im Auto warten lassen, denn da drinnen gibt es so viele Geräte für euch alle. Deswegen muss ich halt alleine reingehen. Aber sobald ich fertig bin, werde ich mich bei euch melden.